Ja, hallo zusammen, da bin ich wieder mit meinem Let's Play zu Parasite Eve. Und ja, Leute, wir waren hier beim letzten Mal. Hier haben wir ja diesen Maeda kennengelernt, da oben links, diesen Wissenschaftler. Und ein Moment, das ruckelt wieder. Eine Sekunde. So, liebe Leute, jetzt läuft's wieder. Genau, wir haben diesen Wissenschaftler kennengelernt und wir haben hier übernachtet. Und sind jetzt also quasi in Tag 2 der Geschichte. Und wir haben uns beim letzten Mal ja ordentlich aufgerüstet mit Waffen und Medizin. Und ja, wir müssen jetzt weiter hier... Was war jetzt beim letzten Mal? Also wir müssen weiter Eve verfolgen. Okay, liebe Leute, würde ich sagen. Machen wir das mal. Wir müssen hier mit unserem Kollegen Daniel wieder zum Polizeirevier, denke ich mal, fahren. Okay. Der sagt, hey, du musst vorne mit mir sitzen. Nicht hinten rein, ja, okay. Gut, Leute, dann würde ich sagen, machen wir das einfach mal. Gut. Hey, du musst vorne. Ja, ist okay, Daniel. Hier also. Sind wir fertig, Eier? Ja, komm. Hier gibt es keine Straßenregeln mehr. Wir können die kürzeste Route durch Manhattan nehmen. Ja, dann mach. Dann würde ich mal sehen, wie du fährst, Kollege. Jo, okay, wir kommen wieder auf die Karte zurück. Und genau, wir haben hier dieses Soho, Leute. Das war dieses Soho. Genau, das ist das, wo wir gerade waren. Wir müssen nicht in die Carnegie Hall. Wir müssen vielleicht ins Museum, Central Park, NYPD. Komm, gehen wir mal ins Polizeirevier, liebe Leute. So, vielleicht geht's da ja weiter. Ich bin ehrlich gesagt ein bisschen... raus aus dem Spiel, aber das sollte sich schnell wieder regeln. So, was hast du für uns, Kollege? So. Na gut, okay. Oh Mann, ausgerechnet an Weihnachten. Was ist denn hier los in dieser Stadt? Ich muss hier raus. Ich muss auf eine Ranch ziehen und auf dem Land. Der hat keinen Bock mehr. Ja, das kann ich verstehen. Also... wenn sowas passieren würde, hätte ich auch keinen Bock mehr. Gut, Leute. Ist das überhaupt hier? Gibt's hier keine... Moment, ist das überhaupt hier? Ich weiß es nicht, Leute. Ach, ich muss nochmal gucken, was wir beim letzten Mal genau... Wo sind Daniel und alles hin, Leute? Sind die vielleicht... Nee, die müssten doch dann hier auftauchen. Die sind vielleicht unten. Wer weiß. Oder sonst müsste ich gleich noch mal gucken. Aber vielleicht kann ich ja hier endlich mal meine Waffe umswitchen. Das wollte ich ja beim letzten Mal noch machen. Oh, Frau hört drüben Musik. Okay, aber der sagt... Moment. Ach, ich habe kein... Shit. Ich habe kein Tool. Verdammt. Aber vielleicht hier Muni drin. Genau, Muni. Sehr gut. Und der Typ hier hat glaube ich, nichts für uns. Ist da oben wieder eine Medizin drin. Medizin, sehr gut, Leute. Alles klar. Was haben wir denn hier noch? Noch eine Medizin. Ja, die brauchen wir, Leute. Gut, also hier scheint es dann nicht weiter zu gehen. Okay, dann würde ich mal sagen, müssen wir vielleicht doch ins Museum, hä? Ich weiß, dass die in der letzten Folge New York evakuiert haben. Gut, dann müssen wir doch zum Museum, Leute. Dann sind wir hier falsch. Schade, Leute. Gut, okay, egal. Eine Minute. Mein Gott. Wir haben genug Zeit für das Spiel. Gut, Museum. Gehen wir mal ins Museum. Sieht gut aus. Ich glaube, wir wollten ins Museum. War es so? Ja, Museum war es. Okay, gut. Also, wohin? Gibt es hier irgendeinen Ort mit einem Forschungslabor? Maeda. Forschungslabor? Ich möchte ein Experiment durchführen und etwas testen. Das wäre vielleicht von Relevanz. was ist mit der Einrichtung, wo der Clamp drin ist, im Museum? Da hatten sie echt teures Equipment. Niemals. Niemals, Alter. überall aber nicht da, bitte. Er sollte doch schon weg sein, evakuiert, und es sollte okay sein. Ja, das hört sich gut an. Daniel, ist es okay?
Dafür erwarte ich aber ein Trinkgeld. Okay. Cool. Okay, haben wir direkt mal so eine amüsante Cutscene am Anfang. Ach, wie geil. Okay, wir müssen also tatsächlich ins Museum den Doktor... ein Experiment für Dr. Maeda durchführen. Okay, Leute. Sollte ja jetzt keiner mehr drin sein. Na? Genau. Also ist das Museum von National History of America. Das ist so, wie ich es mir vorgestellt habe. Kann ich hier ein Forschungslabor finden? Ja, hoffentlich. Hoffentlich treffen wir nicht auf den Idioten, dem es gehört. Er müsste evakuiert sein, also sollte es leer sein. Ja, mal gucken. Mal gucken, ob das wirklich leer ist, das Forschungslabor. Für ein Labor im Museum hat es echt teures Equipment. So, also, was willst du testen? Ja, natürlich. Lass mich mal sehen. Ich war in der Lage dazu, eine gelartige Substanz von Ayas Kleidung zu nehmen. Gel? Ist das from Eve? Ja, das scheint ein Teil von Eves Zellen zu sein. Okay. Auf dem Zelllevel kann ihre Stärke nicht so stark sein, wie Aya schon gesagt hat. Okay, liebe Leute. Oh. Hey, was machst du da? Ich mache nur ein Experiment, um zu sehen, ob es oder nicht... Der ist gefokust, da. Der ist ganz schön gefokust, okay. Okay. Ja. Das ist genau wie ich dachte. Komm mal her, guck mal rein. Oh ja, cool. Was ist es? Cool. Oh, Cutscene, liebe Leute. Oh ja, Leute, das waren die Mitochondrien. Okay, ich verstehe schon. Wie sie eine Zelle befallen. Deine Zellen sind komplett von denen umgeben. Wie du siehst, kann Mitochondria, Eve, hat sie die Kontrolle über den Nukleus erlangt. In einem ähnlichen Thema, ja, wie nennt man das jetzt? Simula Meta, Männer, ja. Die Monster, die dich attackiert haben, haben das Gleiche durchgemacht. Hat die Mitochondria wirklich die Kraft, um den Nukleus zu kontrollieren? Nein, die normale Mitochondria hat niemals solch eine Kraft. Aber Eves Mitochondria hat eine viel größere evolutionäre Veränderung durchgemacht. Das ist, was ich denke, ist mit Eves Mitochondrien passiert. Normalerweise brauchen Mitochondrien Sauerstoff, wenn sie Energie erzeugen, was man ATP nennt. So, an diesem Punkt verlangt die Mitochondrien das Sauerstoff von dem Nukleus. Ohne die Energieversorgung von den Mitochondrien kann der Nukleus nicht funktionieren. Also alles in allem kann man sagen, dass die zwei Organismen von sich gegenseitig abhängen. Aber in diesem Fall scheint es so, als dass Eve
die Kraft entwickelt hat, diese symbiotische Beziehung umzukehren. Evolution oder selbst Mutation scheint in diesem Fall wahrscheinlich. Den Zyklus umwandeln? Schau doch mal. Selbst wenn eine begrenzte Anzahl von Zellen, selbst mit einer begrenzten Anzahl von Zellen hat sie schon diese Kraft. Kannst du dir vorstellen, wie viel Kraft Eve in ihrem ganzen Körper hat? Maeda? Ja? Kannst du meine Zellen testen? Ja, natürlich. Warum? Ich möchte es wissen. Ich möchte es wissen, warum ich die Kraft habe, um sie zu bekämpfen. Ich möchte wissen, wie ich bei ihr stehe. Ah ja. Bitte, Maeda, ich muss es wissen. Warum? Okay, ihre Zellen also. Ja, natürlich. Danke, Maeda. Kannst du bitte herkommen? Sehr interessant. Ich brauche deinen Arm. So, hier? Ja, ja. Au! Lass mich das einfach mal einrichten. Oha. Oh, jetzt wird's spannend, Leute. Jetzt kommen Eierszellen. Wir haben eben normale Zellen gesehen, jetzt kommen Eierszellen. Wie sie darauf reagieren. Hm. Ich denke, du solltest es dir am besten selber ansehen. Was ist es? Ist irgendwas falsch? Jetzt kommen Eierszellen, liebe Leute. Oh, was für ein Unterschied. Was für ein Unterschied. Begreifst du, was hier passiert? Deine Mitochondrien geben mehr Energie für deinen Nukleus, für deine Zellen. Es ist fast so, als wären sie, als würden sie die Nukleus vor Eves Mitochondrien beschützen. Warum haben Ayas Mitochondrien diese Kraft dazu? Das weiß ich nicht. Ich mach nur... Bist du vertraut mit Richard Darwins Theorie von dem eigennützigen Gen? In einfachen Worten besagt es aus, dass Gene in einem Akt das Überleben von der Spezies versichern. Hey Mann, ich rede keine Wissenschaftsjournale. Was willst du mir sagen? Es hängt davon ab, wie du darauf schaust. Du kannst sagen, dass Eve versucht, die ganze Mitochondria alle Mitochondria zu zerstören, außer ihre eigenen. Als Antwort darauf hat Ayas Mitochondria diese Kraft zu rebellieren entwickelt. Warum ohne Ayas? Sollte es nicht für uns alle gelten? Wir sollten auch diese Kraft haben. Das scheint die natürliche Reihenfolge der Dinge zu sein, aber es tut mir leid, ich weiß nicht warum. Professor? Oh nein. Ach, scheiße. Was macht ihr in meinem Labor? Das ist Einbruch und... Ja, das ist Einbruch. Warum sind sie nicht evakuiert? Ich habe gefragt, warum sind sie in meinem Labor? Wir haben Befehl bekommen, die Stadt zu evakuieren. Professor, Sie sollten wirklich... Ich habe euch gesagt.
Korps sind die einzigen, die diese schöne Stadt korrupt machen. Es war mein Fehler. Hören Sie, ich habe Sie gefragt, mich hier hinzubringen. Wer zur Hölle sind Sie? Oh, ich bin Kuniko Maeda und ich bin ein Wissenschaftler aus Japan. Du hast also mein elektronisches Mikroskop benutzt? Ja, was sagst du denn dazu, Clamp? Was ist das? Wo haben sie diese Proben her? Du, wo haben sie diese Zellen her? Die sind... Ich weiß nicht. Okay. Hältst du mich für blöd? Mit diesen Zellen müssen sie den natürlichen Zustand des Körpers beeinflussen. Halt die Klappe. Ich werde einfach Officer Breyer fragen. Deine Zellen enthalten eine sehr große Anzahl von Energie. Fühlst du irgendwelche körperlichen Beschwerden? Du solltest irgendwas fühlen. Hitze? Nicht? Reden Sie, Officer, ich kann dich nicht hören. Haben Sie irgendwann das Bewusstsein verloren? Hey, was ist das? Was zur Hölle ist das? Warum ist der Name von meinem Sohn hier? Lorraine ist auch hier. Clamp, erzählen Sie es mir. Du, erzähl mir, was auf dieser Liste ist. Erzähl mir, hörst du? Oha. Lass mich los. Ich muss dir gar nichts sagen. Was? Daniel, komm runter. Daniel. Verdammt. Oha. Raus mit ihnen. Der ist ganz schön angepisst, ja. Ja, es ist interessant. Sorry, dass wir gestört haben. Aber wir müssen sie offiziell warnen, dass sie evakuiert werden müssen. Bitte erinnern Sie sich daran. Officer Breyer. Genießen Sie es, diesen Barbaren als Partner zu haben? Oh Mann. Dieser Typ, ey, wirklich. Der ist so, ich weiß auch nicht. Oh, ja, nein, danke. Ciao. Es ist zu spät. Es ist zu spät, um irgendwas noch zu unternehmen. Der weiß, was Sache ist, ne? Der Clamp, der weiß, was Sache ist. Und das ist übel, Leute. Ist echt übel. Gut, aber wo müssen wir denn jetzt hin? Ich glaube, NYPD. Ganz genau, NYPD, Leute. Der Clamp, der weiß also, was hier gebacken ist. Und der will es uns nur nicht sagen. Verdammt. Eines Tages. Was war das für eine Liste? Das war eine HLA-Typ-Liste. Das ist eine Liste, um zu sehen, ob Organe abgestoßen werden, wenn sie transplantiert werden. Warum zur Hölle sind Ben und Lorraine auf der Liste? Das war eine Liste mit Menschen, deren HLA-Typ passt. Also... Verdammt! Ich krieg ihn schon. Ich fahre zurück zur Station und hole die... Okay. Interessant, Leute. Boah, dieses ganze Stimmengewechsel macht meinen Hals ein bisschen trocken. Eine Sekunde. In my PD-Department. Boah, musste ganz kurz was trinken. So, liebe Leute. Was zur Hölle ist hier passiert? Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Oh mein Gott, irgendwer war hier. Ja, shit. Eve? Sie ist hier?
Ich sehe mich mal um. Bleibt ihr beide hier. Zur Hölle, zum Teufel. Nein, ich setz mich hier jetzt hier nicht hin und warte, dass dieses Ding meine Familie killt. Daniel. Oh Mann. Warte, Eier. Hier, nimm das. Was ist das? Das ist ein Glücksornament aus Japan. Das ist das Beste, was ich machen kann. Ah, jetzt haben wir hier diese Lackscharms, ein Hamaya, Leute. Danke, ich nehm's mal an. Diese Lackscharms, die bringen, glaube ich, nix. Aber gut, Leute, ihr seht, die haben hier alles verwüstet. Irgendwas hat hier alles verwüstet, liebe Leute. Und ja, dann müssen wir uns jetzt mal hier umsehen und gucken, wer das war. Also ich schätze mal, es war Eve, liebe Leute. So, was gibt's denn jetzt hier? Ach du Scheiße. Der Polizeikollege von der Front. Ich hol Hilfe, bleib da. Ist tot oder was, ne? Ist der tot? Ammo. Ja, okay, er ist gerade gestorben. Aber hat uns im letzten Atemzug noch Ammo gegeben. Das ist interessant, liebe Leute. Kann man hier nicht rein? Ach, hier gibt's Gegner. Seit wann gibt's denn hier Gegner? Eine Riesenratte. Okay, interessant, liebe Leute. Dann. Und noch ein Vogel. Oh mein Gott. Okay, dann schießt er drauf. So, Gott sei Dank. Und der Vogel. Ja, den kriegen wir kaputt. Zack. Ach du Scheiße, Leute. So. Alles klar, cool. Einmal Medizin 1, bitte. So, und den Junk bitte nicht. So. Sehr gut, Leute. Junk brauche ich nicht. Alles klar, cool. Da waren hier auf einmal Gegner drin. Interessant. Hier kann man rein. Oh mein Gott, wir können hier rein jetzt. Krass. Ach nee, das ist ja das Büro hier. Mit dem Chef und alles, ne? Aber hier ist nichts. Oder ist da oben irgendwas? Ja, Leute, verdammt interessant mit dieser Mitochondrien-Story, ne? Dass da irgendwie der Professor Klemm was so weiß und dass Eve quasi alle mit einem Schlag töten könnte. Das ist schon übel. Ja, ich weiß, da hinten liegt der nix, aber... Da ist ein Telefon, aber ich werde jetzt mit dem Safe-Set speichern. So. Da ist der nix, Eier. Helf ihm mal. Los, hier. Nix. Hi. Ach, Warner ist es, sorry. Gut, okay. Warner. Ah ja, Mensch. Eve hat uns hier wirklich erwischt. Die meisten Männer waren draußen. Ich hol Hilfe. Bleib da. Keine Sorge. Es wird mir schon besser gehen. Just suche einfach Ben. Okay, Warner. Gut, dann mache ich das mal. Guck mal hier im Chefbüro. Ob es hier noch irgendwas gibt. Wo ist der Chef? Leute, ist der Chef da? Auch eine Leiche. Oha, Leute. Eve war tatsächlich hier. Shit. Geht's Ihnen gut? Wo ist der Chef? Er ist rausgegangen, um nach Ben zu sehen. Nein, halt bitte durch. Auch tot. Ach, Leute, wir sind echt zu spät. Die Eve, die hat uns hier angegriffen. Was eine böse Frau, wirklich. Was eine miese Frau. Aber okay, Leute. Gut, dann werden wir mal alles in Ruhe absuchen hier, ne? Gehen wir mal runter, weil ich glaube, die sind oben, Leute. Ich glaube, die sind oben. Gehen wir einfach erstmal runter. Oh, hier sind Gegner. Ach du Scheiße. Was denn für welche? Was ist das denn für ein Ding? Ach du Scheiße. Was ist das denn für ein Ding? Dann schieß mal drauf da, los. Wir machen keinen Schaden an dem Ding. Das ist das Doofe. Oh, was ist das für ein Teil? Boah, das ist übel, das Ding, Leute. Oh, das ist so ein Wolf oder so. Richtig krass. Okay. Boah, hier riecht's gerade voll lecker nach Essen, ey. Ich krieg Hunger. So, Offense plus 1 und Medi... Nein, das möchte ich bitte mitnehmen.
Was lasse ich dafür da? Kann ich das nicht benutzen? Dann lassen wir die Medizin 1 da. So. Schade, dass man das nicht benutzen kann. Aber gut, Leute. Es ist halt so. Finde ich cool, wie sich die Waffe immer ändert. Gut, dann nutzt mal bitte eine Medizin 2 und eine Medizin 1. Und benutzt das Offense plus 1, bitte. Zack. So, liebe Leute, dann gehen wir mal hier zu unseren Kollegen Torres. Torres und Wayne. Ganz genau. Torres und Wayne. Ah, hör auf, ich bin's. Ah ja, dieser Hund, was ist, er hat Torres umgebracht. Hey, ah ja, ich denke mal, dass ich es vermasselt habe. Ne? Warum? Warum haben sie nicht geschossen, Junge? Ich habe noch nie eine Waffe benutzt. Ach du Scheiße. Seit deine Tochter erschossen wurde, Torres, du kannst dafür nicht die Waffen verantwortlich machen. Ich denke, du hast recht. Wayne, kümmere dich um diesen Platz. Torres! Ach du Scheiße, Torres ist tot. Nein! Ach, Torres ist auch tot. Na toll. M92F. Diese Waffe, es ist... Das ist Torres' Waffe. Er hat sie lange nicht mehr benutzt, aber er hat sie immer getragen. Torres war nicht nur gut in Waffen auftunen, er war auch ein guter Schütze. Aber seit Urzeiten hat... seit dem Tag, an dem seine Tochter getötet wurde, hat er... aus Versehen getötet wurde von einer Waffe, hat er nicht mehr geschossen und er kam in diese Abteilung, um Waffen zu checken. Ah ja, ich weiß, du kannst diese Waffe bedienen. Nimm das. Und kill dieses Monster für Torres. Oh mein Gott, Leute, Torres ist tot. Oh Mann, die killen hier alle nacheinander weg, ne? Das ist unfassbar. Gut, kann ich jetzt... M16. So, kann ich jetzt diesen Effekt rausnehmen? Hä? Moment, ich hab doch eine Waffe. Tool? Nee. Ich hab doch eine Waffe gekriegt. Da, M92F. Was ist denn das für eine? Moment, check, change Waffe. Die M92. Was ist denn das für eine? Schaut mal da. Hat einen Dreifachschuss, aber die Werte gehen extrem runter. Warum kann ich jetzt nicht Tools? So, M16. Warum kann ich die Waffe nicht auswählen? Effekt gibt's schon. Nein, 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 nein. Nein, nein, um Gottes Willen. Nicht die M16 weg, Leute. Hier, M11. Nee, M16 ist schon richtig. Hier, M92F. Nein, ich möchte diesen Effekt raushaben, Leute. Wie geht das? Da muss ich ja die Waffe wegschmeißen. Und das will ich nicht, Leute. Das will ich wirklich nicht. Ja, da muss der Effekt halt drinnen bleiben. Mein Gott. 15 Ammo. Okay, krass. Schade, Mensch. Schade, schade. Medizin 2. Hier unten war ich schon. Drop ein Item hier. Ja, komm, lass uns mal irgendwas hier... CM-Weste. Nee, lassen wir mal, oder? Moment. CM-Weste. Wir hatten ja noch eine Weste, ne? Ach, mit dem Autozauber. Mhm. Okay, Leute, dann würde ich sagen, nehme ich mal ein Tool und nehme mal den Autozauber mit rein, oder? Moment. Nee, brauche ich eigentlich nicht, Leute. Brauche ich nicht. nee, da brauchen wir jetzt nichts abzulegen, Leute. Ich würde sagen, wir müssen wieder hier raus. Oh mein Gott, also die sterben hier alle nacheinander weg wie die Fliegen. Also das ist schon übel, was hier passiert ist. Und würde ich sagen, gehen wir mal hier in diesen... Ah ja, die Kathy. Ach, die ist auch tot. Oh, und schaut mal da rechts, die Hunde.
Ach du Scheiße, Leute. Die Hunde. Die Hunde sind weg. Sind das vielleicht die Hunde oder was, ne? Dann sind das vielleicht die Hunde. Ach du Scheiße, Leute. So, 3x28 und... Oh, schaut mal da links, Leute. Unser Verteidigungswert ist unten. Schaut euch das an. Wir kriegen jetzt definitiv mehr Schaden, Leute. Das ist scheiße. Das ist echt scheiße. Deswegen immer schön auf Abstand bleiben. Na doch nicht nach. Ach, verdammt. So, dann... So, ich hätte jetzt eigentlich mal PI benutzen können, aber... So, Leute. Ah, wir haben ein Level Up. Und wir haben... Wir haben einen neuen Zauber Energy Shot. Oh mein Gott, der ist geil, dieser Zauber. Chance Energy to Bullet. Das ist echt ein geiler Angriffszauber. Ach, verdammt. Medizin 2 wieder... Ist das wieder voll hier? Dann ist es halt wieder voll. Mein Gott. Gut, Leute. Oh mein Gott, die Cathy. Was ist los mit ihr? Ach so. Ich dachte schon. Gut, dann heil dich mal bitte, Eier. Gut, okay. Cathy, was ist los? Es tut mir leid. Ben ist verschwunden. Wohin? Ich weiß es nicht. Shiva ist ausgerastet und Ben ist ihr hinterhergelaufen. Was? Na toll. Oh, geile Mucke hier. Hier, nimm das. 6 Armor noch. Du bist aber nicht tot, oder? Ich, mir geht's gut. Bitte finde Ben. Alles klar, ihr geht's noch gut, Gott sei Dank, Leute. Okay, gut. Oh, geile Mucke hier. Richtig geil. Ist das Shiva? Oh Mann, Leute. Eve war hier und hat die Hunde... Ich kann mir vorstellen, was hier gebacken ist, Leute. Die hat die Hunde verwandelt. Da ist der Hund. Okay. Oh mein Gott. Shiva. Ben, jetzt hör doch mal auf. Renn ihr doch nicht hinterher. Stop, komm zurück. Ben, nein. Verdammt nochmal. Okay, wir müssen dem hinterher. Ganz schnell. Bevor er da irgendwas... Bevor ihm da irgendwas passiert. Mensch, Leute. Oh, da liegt jetzt... Das ist der Nix, glaube ich. Noch eine Leiche. Oh, Mann. Alle tot, oder was? Ah ja. Du musst nach Ben schauen. Er ist hier hochgerannt, um Eve zu... Um Shiva zu jagen. Komm schon, wir brauchen... Wir müssen deine Wunde heilen. Mir geht's gut. Geh nur nach Ben. Okay. Gehen wir, Leute. Wir gehen. Wir gehen zu Ben. Und zwar direkt. Oh, der Typ hier auch. Oh, Mann. Halte durch. Ich schaff's nicht. Die hat mich echt erwischt. Nimm das. Ben ist die Treppe hoch. Ach, verdammt. Verdammt, Leute. Alle tot. Er ist tot. Ah, shit. Alle tot, ey. Das gibt's ja wohl nicht. Die Eve, ey, die hat echt alle gekillt hier. Geht's hier rein? Nee. Doch, hier geht's rein. Okay, krass. Was haben wir denn hier? Oh, Boxen. Boxen, Boxen, Boxen. Oh mein Gott, Leute. Ach, Inventar ist voll. Ja, was lege ich denn dafür ab? Medizin 1. Komm, leg mal eine Medizin 1 ab. PI plus 1. Oh, geil, Leute. PI plus 1. Ja, PE plus 1 nutzen wir doch mal direkt auf unsere Weste, ne? Dann haben wir ein bisschen mehr PE-Power. Dann nehmen die Medizin wieder mit. Gegner! Ach du Scheiße, Gegner hier in diesem kleinen Raum. Ach du Scheiße, was haben wir denn jetzt hier? Zwei Spinnen? Und, ach du Scheiße. Das verlangsamt den... Ah, ist das gemein. Das verlangsamt meine Bewegung und den PE-Balken oben. Den AT-Balken. Ach du Scheiße. Ja, diese Spinnen kenne ich noch, Leute. Die sind echt mies, diese Spinnen. Ja gut, dann geht er rein. Dann... Das geht zum Glück nicht durch Wände, das ist schon mal gut. Gut, jetzt ist wieder alles normal, Leute. Och, die Spinnen, die sind ja mega mies. Nein, außerhalb der Range. Ach, verdammt. Aber zum Glück noch getroffen. Gut, dann weiter kämpfen. Ah, schieß drauf. Diese Drecksspinne. Ach, gut. Alles klar, Leute. Wow.
Wir kriegen einiges an Einheiten. Einheiten, sag ich schon. Muni. Gut, Leute. Nutzt mal bitte ein Item hier. Medizin 2, komm. So, kommen wir hier irgendwo rein. Hier kommen wir tatsächlich rein. Oh mein Gott. Hier in die Zellen. Ah, das sind die Zellen hier. Okay, ich verstehe schon. Aber hier ist leider nichts. Kommt man hier noch rein? Hier kommt man auch rein. Einfach mal alles durchsuchen. Vielleicht gibt es ja hier irgendein Secret oder so. Nee, hier haben wir leider nichts. Okay. Ben, ich komme gleich. ich möchte mir nur noch mal hier Secrets holen. So, was haben wir denn hier für eine Kiste? So. Ein Tool nochmal. Oh, geil. Okay, sehr cool, Leute. Sehr cool. Und dann gibt es hier nichts mehr, ne? Leider nicht. Okay. Aber das hat sich trotzdem gelohnt hier. Hallo? Eier? Ah, okay. Man muss nur genau davor stehen. Das ist... Ja. Gut. Dann gehen wir mal in die Richtung hier. So, was haben wir denn hier? Müssen wir doch jetzt hier irgendwo... Genau. Da ist der Hund. Schiebe, geh da nicht hin. Ben, jetzt... Renn doch dem Hund nicht hinterher. Der Hund, der ist doch anscheinend krank. Shiva, was ist los mit dir? Oh Gott. Shiva, wait. Ach du Kacke, das sind zwei Ratten. Oh Mann, Ben, was machst du denn? Was machst du denn? Jetzt mal ernsthaft. Okay, aber erstmal hier rein. erstmal hier rein, Leute. Gut, alles klar. Oh, was ist das denn hier? So ein Verhörraum. Okay. was? Kommen auf einmal zwei Gegner aus dem Spiegel daraus. Das hat mich jetzt gerade echt an Resident Evil 2 erinnert. Diese Szene hier. Wirklich, Leute. Wirklich. So. Und zack, zack, zack. Ach, da hat der Sack uns nochmal getroffen, da. Der ist noch nicht mal tot. Heal 2. Los. Die machen ganz schön viel Schaden, die Drecksdinger. Gut. Ach, verdammt. Die haben mich jetzt hier in die Ecke getrieben, ey. Eklig. Richtig eklige Teile. Ach, verdammt. Ja, toll. Scheiße. Trotzdem Revive. Na ja, gut. Das war schön mit den Revives. Ja. Scheiße. Gut. Ach, Mann. So, jetzt schieß den ab, Mann. So. Alles klar. Gut, Medizin 2. Sehr gut, Leute. Müll brauche ich nicht. Das war echt Resident Evil 2 mäßig jetzt. gut, heil dich bitte. Heal 2. So. Am besten nochmal eine Heal 1 hinterher, oder? Nee, komm. Medizin 1. Da, Medizin 1. So. Alles klar, Leute. Was haben wir hier drin? Oh, Medizin 3. Geil, nächste stärkere Medizin hier. Ja, die brauchen wir aber auch. Hier können wir einfach rein, okay. Da ist auf jeden Fall was. Schaut mal da, da leuchtet was Gelbes. Was haben wir denn da? Kommst du jetzt mal hier rein? Inventar ist voll, ey. Leute, danke. Ernsthaft? Ja, komm, dann schmeiß das Cure Poison raus. Das brauche ich nicht. Storage Key. Okay. Den habe ich sogar gebraucht, ne? Storage Key. Ach, nee, das war für unten. Storage Key. Das war für unten diese Schränke da. Ja, genau. Oh, Mann. Ach, du Scheiße. Oh, nein. Drei so Drecksspinnen, ey. Egal. Leute, ich habe eine hohe Range. Oh, Mann. Kommt doch nicht so nah. Das ist zu nah. Das ist zu nah. Mach den kaputt. Mach dich kaputt. Ach, sehr gut, Leute. Sehr, sehr gut. Einfach in Bewegung bleiben. So. Und zack. Zack. Ach, verdammt, ey. Haben sie mich trotzdem... Haben sie mich getroffen mit dem Scheiß da. Mit ihrem Scheiß da. Ach, verdammt. Egal. So. Ja, das kannst du vergessen. Blöde Spinne. So.
Oh mein Gott, dieser AT-Balken braucht so lange. So. 28, 28, 19. Oh mein Gott. Wir machen so viel Schaden mittlerweile. Ey, gehst du weg? Blödes Ding. So. Verdammt. Die folgen einem echt oft auf den Schritt genau, ne? Wir kriegen jede Menge Ammo, liebe Leute. Wir kriegen jede Menge Munition. So, Heal 2 bitte. So, was haben wir hier? Sind die hierhin gegangen? Nee, das ist noch ein Chefbüro oder sowas. Hier, was haben wir hier? Inventar voll. Ach, Leute. CM. Verdammt. Medizin 2? Medizin 3. Geil, okay. Ich würde gerne noch was. QM, komm. Brauchen wir nicht QM. So. Da ist noch eine Kiste. Inventar schon wieder voll. Medizin 2. C-Evade. Das ist auch gut, Leute. C-Evade direkt nutzen auf unsere Weste. So. Damit erhöhen wir nämlich die Chance für kritische Treffer. So, liebe Leute. Dann würde ich sagen, gehen wir mal zu Ben. Oder gibt es noch eine Tür, ne? Da gibt es noch eine Tür. Hier. Oder was? Ne, da gibt es keine Tür. Okay, interessant. Oder was? Da sind sie. Shiva, geht's dir gut? Ja, offensichtlich nicht, Ben. Mensch. Ben, geh von hier weg. Lass mich los, Shiva ist krank. Oh Mann. Hör auf! Hör auf, Shiva zu verletzen. Sie ist nicht Shiva. Eve hat sie in ein Monster verwandelt. Ein Monster? Mach die Augen zu, Ben. Oh Mann, shit. Ja, das ist... Oh shit. Cutscene, Leute. Sieht das ekelhaft aus, ey, Leute. Mensch. Endboss, ja. Also Zwischenboss. Du fasst ihn nicht an. Oh, Mann. Verdammt. Ich habe keine Munition mehr. Ach, du Scheiße. Leute, wir müssen denen helfen. Oh, Mann. Okay, Gegner. Ach, scheiße, Leute. Oh Gott, zwei Ratten und ein Vogel. Na gut, dann schieß erstmal die eine Ratte ab, da los. Ich muss mich doch hier irgendwie befreien. Verdammt. Ja, mach die andere Ratte kaputt. So. Und hier. Und lauf weg, Eier. Lauf weg, einfach in Bewegung bleiben. So. Und drauf da. So. Alles klar, Leute. Da haben wir uns relativ gut... Soundbug. Oh, Tool. Ein Tool möchte ich gerne haben, Leute. Gut, dann nehme lieber die Medizin 1 weg. Kann man die nicht benutzen? Das ist scheiße, dass man die nicht benutzen kann. Die würde ich nämlich jetzt ganz gerne benutzen. Naja, egal, Leute. Gut. Dann muss ich jetzt halt nochmal PI benutzen. So. Und mal kurz hier rein nochmal gehen. So. Immer wenn diese Musik kommt, kommt dieser Soundbug. Das ist so nervig. Ah. Bitte hilf mir. Ich bin rausgegangen und da waren überall diese Dinger. Du bist hier in Sicherheit. Verlass diesen Raum nicht. Okay. Hey, du bist verletzt. Ich denke, ich kann dir helfen, um dich zu heilen. Für einmal. Ja klar, dann heil mal bitte voll. Scheiße, hätte ich das gewusst. Na gut, Leute. Gut, alles klar. Dankeschön, liebe Ärztin. Tut mir leid, ich habe keine Medizin mehr, um deine Wunden zu heilen. Ist alles gut. Ich bin froh, dass du uns schon voll geheilt hast hier, ja. Das ist schon ganz gut soweit. Gut, liebe Leute, dann gucke ich mir jetzt noch diesen Raum zu Ende an. Und wie es dann mit dem Endgegner weitergeht, beziehungsweise mit der Shiva.
sehen wir dann in der nächsten Folge, weil die Zeit ist wieder voll. Es geht so schnell bei Parasite Eve. Oh Mann. Kommt jetzt noch ein Kampf? Oh, da kommt noch ein... Noch ein Soundbug. Ach du Scheiße, Leute. Okay. Ich schaff's nicht. Nimm die Sachen aus meinem Schließfach. Was? Inventar ist voll. Ja, danke. Gut, Leute, ich mach das noch eben. Oh. Ah, so geht der Soundbug weg. Mit Pause und dann wieder... Ach, wie geil. Okay, Leute, ich mach das noch eben. Ich muss eine Sache, muss ich nur... Verdammt, Leute, ich muss eine Sache weglegen. Medizin 2 brauche ich nicht benutzen. M11 Tool. Ah, verdammt, mein Inventar ist so voll. Medizin 2, komm, eine weg. Dann nimm eine Medizin 2 weg. Ich weiß, das ist jetzt sehr gefährlich. Lockerschlüssel, ja, okay, Leute, Lockerschlüssel, gut. Ich mache mal ein bisschen Überlänge, die Folge, weil ich möchte genau an dem Punkt... Nee, Leute, wisst ihr was? Nee. Ich mache jetzt hier Schluss und mach dann die nächsten Räume in der nächsten Folge. Das ist ja übel, Leute. Ich kann nicht aufhören, ich will wissen, was da drin ist. Verdammt. Ist da jetzt nochmal... Da ist noch ein Raum. Gut, Leute, wisst ihr was? ja, da die Folge voll ist, würde ich sagen, mache ich jetzt hier Schluss. Und wenn die euch gefallen hat, die Folge, dann lasst mir doch mal gerne mal ein Like oder Abo da. Würde mich sehr freuen. Und dann sehen wir beim nächsten Mal, was mit Shiva passiert ist. Und holen Ben hoffentlich da raus. Und ja, dann würde ich sagen, wünsche ich euch noch einen schönen Abend oder einen schönen Tag. Ne? Tschüss.